Ich wäre begeistert gewesen über diese Stahlindustrie, was die alles geschafft hat. Zum Beispiel die Eisenbahn, die war plötzlich da. Man konnte große Stahlgerüste machen, Brücken, wunderbare Brücken. Und die Postkutsche hat da ein bisschen ausgedient. Und so hat in verschiedenen Wellen sich die Technologie immer weiterentwickelt. Und wenn man diese Sorte von technologischen Wellen einfach fortsetzt, aber mit immer mehr Naturverbrauch, dann ist die Erde plötzlich kaputt. Dann ist die Erde plötzlich kaputt. Vor allem mit 7 Milliarden und eines Tages 9 Milliarden Menschen. Damals im 19. Jahrhundert war es 1 Milliarde Menschen. Da hatten wir Platz für alle diese Dinosaurier-Technologien. Heute haben wir den Platz nicht mehr. Da hatten wir Platz für alle diese Dinosaurier-Technologien. Heute haben wir den Platz nicht mehr. Der nächste Zyklus, die nächste Welle muss ökologisch sein, muss grün sein, muss sehr viel eleganter sein, aber nicht weniger begeisternd.